Der School's Easy Podcast. Dein Podcast rund um Schule, Bildung und das Erwachsenwerden. Hausaufgaben sind so ein nerviges Thema. Kaum ein Schüler macht sie gerne. Ich würde sogar behaupten, dass es zumindest in Deutschland wirklich gar keinen Schüler gibt, der sie gerne macht. Sicher, es gibt manchmal einzelne Aufgaben, die tatsächlich Spaß machen, aber im Großen und Ganzen sind sie einfach bloß nervig. Ich kann mich noch so gut an meine allererste Hausaufgabe erinnern. Es war der Tag der Einschulung und wir haben im Unterricht kleine Schultüten aus Papier gebastelt. Dort sollten wir dann während des Unterrichts reinmalen, was in unserer großen Schultüte drin war. Wer nicht fertig wurde, musste das zu Hause fertig malen. Ich wurde in der Schule nicht fertig, also bekam ich gleich an meinem allerersten Schultag Hausaufgaben auf und fand das richtig doof. Wie alle Schulanfänger habe ich mich darauf gefreut, dass ich endlich in die Schule gehen durfte. Aber Hausaufgaben am ersten Tag fand ich völlig übertrieben. Ich hatte wohl sowas wie eine Schonfrist erwartet. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie ich mittags dann mit meiner Mutter diese Hausaufgaben erledigt habe. Das war natürlich nicht viel Arbeit, aber eben auch was ganz Neues. Wenn ich nach dem Kindergarten nach Hause kam, dann war eben Freizeit angesagt. Damit war jetzt Schluss. Das war nicht unbedingt der beste erste Eindruck, den die Schule da hinterlassen hat. Aber ich muss auch sagen, Ansonsten hielt sich das Problem mit den Hausaufgaben bei mir in Grenzen. Ich hatte nie wirklich viele auf. Natürlich saß man schon manchmal etwas länger am Schreibtisch, aber ich fand das alles zeitlich völlig okay. Allerdings hatte ich auch fast nie am Nachmittag Unterricht. Und wenn doch, dann gab es da eine Mittagspause, in der man auch schon mal ein paar Aufgaben erledigen konnte, was zumindest in meiner Clique alle gemacht haben. Es war also wirklich kein großes Drama. Schlimm fand ich bloß die Aufgaben, bei denen man immer wieder scheinbar dasselbe machen musste und es doch längst konnte. Wir mussten in Englisch zum Beispiel manchmal die Zeiten wiederholen. Eine wichtige Übung, aber auch echt nervig, wenn man die Zeiten gut konnte. Dann sollten wir zur Übung zum Beispiel zehn verschiedene Sätze in alle Zeiten umformen. Plus Verneinung und Fragesatz. Das war so nervig. Zumal man da dann auch durcheinander gekommen ist, wenn man das so hintereinander erledigt hat. Oder auch in Mathe, wenn man im Grunde immer wieder dieselben Aufgaben lösen musste und bloß die Zahlen ein bisschen anders waren. Kennt ihr diese Aufgaben, die von A bis M oder noch weiter reichen? Und dann ist in jeder einzelnen Aufgabe ein Plus. Bloß bei der letzten ist es ein Minus und das fällt einem natürlich nicht auf. Schon lässt sich die Aufgabe nicht lösen oder die Lösung ist halt falsch. Kleine Schikanen für Schüler. Solche Dinge fand ich immer total nervig und hatte dabei als Schüler auch das Gefühl, dass sie mich nicht weiterbrachten, sondern mich bloß beschäftigen sollten. Es gab aber auch Aufgaben, die fand ich toll. Das waren meistens kreative Sachen oder mal ausgefallene Aufgaben. Wenn wir zum Beispiel in Geschichte unsere Großeltern fragen sollten, wie ihre Kindheit aussah. Nicht nur, dass diese Hausaufgaben ziemlich einfach waren, sie waren eben auch mal was anderes. Man musste nichts aufschreiben, sondern bloß was fragen, und die Antworten der Großeltern waren total interessant. In Kunst mussten wir im Unterricht mal ein Bild von einem Quader malen, der viele Löcher hatte. Das sollte alles dreidimensional sein, und ich hatte so viel Spaß dabei, dass ich zu Hause noch mehr solcher Bilder gemalt habe. Da fand sogar die Lehrerin toll, dass mich das Thema so begeisterte. Und dann haben wir mal eine richtig spannende Lektüre gelesen, die ich nicht weglegen konnte. Das war Hexen, Hexen von Roald Dahl. Ich saß am Fenster, habe meine Füße auf das Fensterbrett gelegt und gelesen. Ich weiß noch, wie mir dabei der Hintern eingeschlafen ist. Und dabei sollte ich bloß ein paar Seiten lesen, nicht gleich das ganze Buch. Aber es war so gut. Kann ich nur empfehlen. Aber in den meisten Fällen war das nicht so. Da waren die Hausaufgaben einfach ein festes, tägliches Ritual. Ich habe sie immer gleich an dem Tag erledigt, an dem ich sie aufbekommen habe. Das dürfte wohl auch ein Grund dafür gewesen sein, warum ich nicht viele Hausaufgaben auf einmal erledigen musste. Meine Klassenkameraden haben nämlich manchmal Hausaufgaben angesammelt und sie am Tag vor dem Abgabetermin erledigt. Da wurde dann am Morgen in der Schule noch abgeschrieben, weil die Zeit nicht mehr gereicht hatte. Eine meiner Freundinnen, die nicht mit mir in einer Klasse war, hat mal auf dem Schulweg noch ihre Englisch-Hausaufgaben gemacht. Oder vielmehr habe ich sie gemacht. Sie hat sie aufgeschrieben. Das war im Winter. Sie hatte einen gebrochenen Arm und wir haben jeden Baum, jede Mauer und jedes noch so kleine Hilfsmittel genutzt, auf der sie ihr Heft ablegen und schreiben konnte. Und irgendwann ist ihre Tinte eingefroren, weil es so kalt war. Damals habe ich sie gefragt, warum sie die Aufgaben denn erst so spät mache. Und sie meinte, sie hatte am Abend vorher keine Zeit mehr, weil sie noch so viele andere Hausaufgaben erledigen musste. Ich weiß heute nicht mehr, ob sie so viele Hausaufgaben aufbekommen hatte, ob sie schlecht organisiert war oder ob alles wegen ihres gebrochenen Arms einfach länger dauerte. Jedenfalls wären wir wegen den vielen Zwischenstopps fast zu spät gekommen und ich habe mich gefragt, Warum wir nicht einfach schnell zur Schule gegangen sind und sie dort in Ruhe die Hausaufgaben erledigt hat. Auch darauf weiß ich heute keine Antwort mehr. Du solltest aber unbedingt verstehen, dass der Sinn von Hausaufgaben nicht der ist, dass man sie morgens noch schnell abschreibt oder sie dich ärgern sollen. Nein, ihr einziger Sinn besteht darin, dass du das, was du in der Schule gelernt hast, mit Hausaufgaben festigen sollst. In der Schule steht dir ein Lehrer zur Verfügung, der dir Dinge erklärt. Zu Hause sollst du dann selbst sehen, ob du ohne ihn alles verstehst. Gleichzeitig wiederholst du, was du gelernt hast, wodurch es viel besser in deinem Gehirn gespeichert werden kann. Dazu habe ich erst vor zwei Wochen einen Podcast gemacht. Wiederhole ihn doch mal, damit du nichts vergisst. Und weil das noch nicht reicht, bringen dir Hausaufgaben bei, wie du dich gut organisierst. Das ist zwar nicht ihre Hauptaufgabe, aber eine wichtige Fähigkeit für dein Leben. Schüler, die erst am Sonntagabend ihre Hausaufgaben machen, sind nicht gut organisiert und führen ein stressigeres Leben. Schüler, die ihre Hausaufgaben schon am Freitag machen und das Wochenende quasi frei haben, wissen, wie sie sich organisieren müssen, um Freizeit zu haben. Sie haben vor Klassenarbeiten viel weniger Stress und schreiben bessere Noten. Und das bloß wegen dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Hausaufgaben machen. Das musst du dir mal vorstellen. Manche Dinge im Leben sind so einfach und doch gibt es so viele Menschen, die davon noch nie gehört haben. Du kannst das übrigens diesen Monat einmal ausprobieren. Die aktuelle Challenge von Schools Easy fordert dich nämlich heraus, alle deine Hausaufgaben zu machen. Wenn du mitmachst, kannst du dabei gleich noch das Organisieren lernen oder einfach mal testen, auf welche Weise es dir besser gelingt, alle Hausaufgaben zu machen. Erledigst du alles sofort oder sammelst du erstmal und musst dann am Sonntagabend bis spät in die Nacht alles abarbeiten? Sagen wir einfach so. Meine Schulzeit war entspannt. Das hatte sicher viele Ursachen, aber eine war ganz gewiss die, dass ich nicht nur alle Hausaufgaben gemacht habe, sondern auch, dass ich sie niemals aufgeschoben habe. Heute erledigt, morgen keinen Stress. Es kann ganz einfach sein. Das war der Schools Easy Podcast. Weitere Folgen findest du auf www.schoolseasy.de.